Als nächstes möchte ich über diese Formulierung hier oben sprechen. Die wird häufig in irgendwelchen Büchern oder überall, ich habe es bisher überall so in der Form gesehen, geschrieben. Varianz der Summe von x1, x2, x3 bis xn oder sowas. Um das mal zu unterscheiden, ich habe hier sicherheitshalber mal einen Würfel gemacht. Das eine ist der x1-Würfel, das eine ist der x2-Würfel und das zweite ist der x3-Würfel. Wer keine Probleme mit der Formulierung hat und die so versteht, ist überhaupt kein Problem. Ich hatte damit extreme Probleme, weil die Summe von einer Zahl und einer anderen Zahl und einer anderen Zahl, das ist eine Zahl. Also sagen wir mal, ich habe drei Sechsen gewürfelt, wie hier, dann ist das 18. So, das ist die Summe von x1, x2, x3. So, und wie kann denn jetzt eine Zahl, also diese 18, eine Varianz haben? Hat sie nicht, ist ja nur eine Zahl. Hat, ja, hä? Das war also zumindest mein Problem. Wer damit kein Problem hat, der sollte jetzt am besten ausschalten. Den verwirrt das wahrscheinlich nur. Was ich mir dazu immer mache, ich stelle für mich dieses x1, x2, x3 ein bisschen um. Das sieht dann so aus. Ich habe dann x, Klammer auf zu, Klammer auf zu jeweils. Das hat den Hintergrund, dass das so ein bisschen informatisch wirkt und das wirkt wie ein Array. Wer es von Programmiersprachen her kennt. Warum wirkt das für mich wie ein Array oder warum will ich das überhaupt machen? Weil für mich ist eine Variable, wie sie eigentlich so dasteht, ich stelle mir das immer sehr programmiersprachentechnisch vor, da ist eine einzige Zahl drin. Also zum Beispiel eine 3. Wenn ich aber jetzt ein Array habe, dann ist da eine Menge an Zahlen drin. Also es ist nicht die 3 drin, sondern es ist zum Beispiel auch die 5 drin oder die 6 oder die 7. Also es ist eben nicht nur diese eine Zahl. So. Und dann macht das Ganze wieder Sinn mit der Summe von der Varianz. Wenn ich nämlich mehrere Zahlen habe, dann kann ich ja auch was ganz anderes draus machen. Aber ich möchte jetzt der Vollständigkeit halber komplett erklären, was das bedeutet. Erstmal ganz praktisch geht es darum, so wie ich es eben im Grunde erklärt habe, wir haben hier eine Menge. Oh, das ist eine schlechte. Ich mache das mal so in geschweifte Klammern. So, sagen wir, wir würfeln jetzt mit allen drei Würfeln gleichzeitig und wir würfeln eine 1 und eine 3 und eine 6. Und dann würfeln wir nochmal und beim zweiten Mal würfeln wir eine 2 und eine 2 und eine 4. Und das machen wir ein paar Mal. So, und das sind jetzt unsere Zahlen, die wir jeweils gewürfelt haben. Wir haben also 5 Mal gewürfelt. Und was ist jetzt, daraus können wir jetzt nämlich die Summe machen. Das heißt, wir berechnen die Summe von diesen hier und von diesen hier, diesen und diesen. So, das heißt, wir haben hier eine 10 und wir haben hier eine 8, 5, 12 und 9. So, das ist erstmal die Summe von x1, 2, 3. Gut, was ist jetzt die Varianz davon? Wir machen jetzt hier an dieser Stelle genau dasselbe, wie wir ganz vorher hier gemacht haben. Das heißt, wir machen so ein Koordinatensystem und gucken, wie oft ist denn die 1 gefallen insgesamt. 0 mal geht ja gar nicht, wenn ich drei Würfel habe. Also wir fangen erst bei der 3 an und irgendwann geht es dann bis 18 durch. Warum geht das Ganze bis 18 durch? Weil 3 mal 6 gibt 18. Das heißt, wenn wir hier unser Koordinatensystem haben, steht hier irgendwo die 18. Ups. Und hier steht irgendwo die 3. Alles, was vor 3 ist, brauchen wir nicht zu beachten, weil wir können ja mindestens nur 3 Einsen würfeln. So, und dann gucken wir einfach hier. Wir haben jetzt eine 10 gewürfelt. Keine Ahnung, die ist dann ungefähr hier oder so. Und dann hatten wir eine 8. Und dann hatten wir eine 5, eine 12 und eine 9. Und die tragen wir alle an. So, und jetzt machen wir das nicht fünfmal, sondern wir machen das super oft. Und dann werden wir feststellen, ich meine, das kennt jeder, wie oft würfelt man drei Sechsen zusammen? Das ist relativ wenig hier. Ich mache mal so einen kleinen Hüppel hin. Und wie oft haben wir drei Einsen zusammen? Das ist auch relativ wenig. Und es kommt ja hier nicht auf den Pasch an, das heißt, es ist völlig egal, ob jetzt drei Dreien da sind. Es kommt nur darauf an, wie viel der Wert insgesamt ist. Wir werden aber feststellen, dass diese in der Mitte Zahlen, die so um die 10 sich ballen oder sowas, dass die relativ häufig vorkommen. So, und genauso sieht es mit dem Rest aus. Wir werden also, wenn wir das testen, ungefähr sowas rausbekommen. Wir haben natürlich ein paar mehr Zahlen. Ich habe jetzt hier nur so ein paar Höckel. Aber das ist ungefähr das, was wir rausbekommen. Und das sieht ja schon mal ganz kurvig aus, wenn man da so ein Kurvending drüber zieht. Und jetzt macht auch wieder die Sache mit der Varianz Sinn. Weil wenn wir jetzt die Varianz nehmen wollen, dann haben wir natürlich irgendwo unseren Erwartungswert. Und ich hatte ja vorher schon mal erklärt, Varianz und mittlere Abweichung und so ein Zeug, aber ungefähr wollen wir ja dann, also rein technisch wollen wir ja ungefähr die Länge von den Pfeilen jeweils haben und genau das können wir hier auch ausrechnen dann, weil wir ja jetzt auch wieder so zwei Dimensionen haben sozusagen. Ja, und das war es auch eigentlich schon zu dem Thema.